Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meiner kleinen Videoserie hier auf YouTube. Wie in den vorigen Videos befassen wir uns einmal hier mit den Gullydeckeln. In den letzten Videos bzw. den letzten zwei Videos haben wir einmal diesen Gully designt bzw. modelliert. Und in diesem Video und zukünftige Videos werden wir einmal dieses hier machen. Damit fangen wir auch gleich schon mal an. Ich blende mal beziehungsweise ich nehme die und hide die, nehme das Objekt, setze es in die Mitte runter. So, die anderen mache ich mal aus. Ups, falsch ausgemacht. So, eins ist noch angeblendet, das ist das. So, okay. Also ich möchte den Hintergrund sehen, deswegen machen wir das so wie beim letzten Mal. Wir gehen hier auf das Bild, Transparency an und die Opacity runter. Und jetzt setzen wir das ungefähr in die Mitte rein. So, das wird unser Mittelpunkt werden. Das drehen wir mal ein bisschen. So, mittelpunkttechnisch wird es das hier sein. Deswegen grabben wir das mal rüber. Und wie immer habe ich die Screencast Keys vergessen. Die mache ich gleich mal an. So, es ist zwar noch ein bisschen schief, aber das macht nichts. Die grobe Form haben wir mal. Gut, dann fangen wir mal mit der Oberseite an. Ja, fangen wir mit der Oberseite an. Zuerst machen wir mal das hier, den Rand. Deswegen einmal Shift-A, Add Mesh und zwar eine Plane. Die ist jetzt noch unsichtbar, weil wir in X-Ray-Mode drin sind. Einmal mit Z kannst du die an- und ausschalten. Wir gehen einmal in Edit-Mode, machen hier einen Cut rein. Löschen die Unterseite. So, dann grabben wir mal die Unterseite nach oben. So ungefähr hierher zu dem Strich. Die Oberseite, ups, nee, warte, wir haben ja gesagt, wir fangen da oben an, sorry, bis zu dem Strich hier. Dann machen wir hier in der Mitte noch einen Cut und die Seite löschen wir. So, jetzt haben wir nur noch die hier. Die Oberseite, die machen wir ein bisschen runter und zwar auf diese Linie. Die Seite grabben wir mal hier rüber. Und du siehst, hier haben wir so einen kleinen, wie nennt man das, Aussparung, keine Ahnung, so ein Teil, was halt ein bisschen rauskommt. Das können wir gleich ändern. Machen wir noch ein bisschen dicker. Wir machen Loop Cut. Setzen den hier an. Wir machen nochmal einen Loop Cut. Setzen den hier an. Und dann grabben wir die mit B, beziehungsweise mit Box Select, nehmen wir einmal die 2. Und auf der Y-Achse ziehen wir die runter. Ganz einfache Sache. Das gleiche machen wir jetzt hier. Wir machen den Loop Cut mit STRG R rein. Setzen den hier an. Wir machen noch einen rein, setzen den hier an, also jeweils auf dieser Kante und auf dieser Kante. Dann nehmen wir die zwei und mit Y dragen wir die runter. Und hier haben wir wieder was anderes, beziehungsweise hier sieht es ein bisschen anders aus. Die zwei, die werden wir mal hochsetzen, damit wir hier so eine, ja, so eine Schräge haben. Dann setzen wir einen hier an und einen da. Dann nehmen wir die 2 und setzen die mal hier hoch. Schon haben wir das erste modelliert. Hier fehlt natürlich die andere Seite, deswegen machen wir einen Mirror Modifier rein. Also Add Modifier, Mirror. Die X-Achse ist automatisch angewählt. Wir wollen das aber noch auf der Y-Achse machen, deswegen gehen wir einmal auf die Y-Achse. Du siehst, das stimmt nicht ganz von den Proportionen, aber wenn wir das eine Seite modellieren, passt bei der anderen Seite auch wieder. Gut. Dann, was machen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal die zwei Punkte, setzen die mal hier an. Die separieren wir mit der P-Taste und Separate by Selection. So, dann gehen wir hier raus aus dem Objekt, gehen hier rein in den, den wir gerade gemacht haben. Wählen einmal den Punkt an, aktivieren Clipping. Das habe ich hier ganz vergessen. Einmal Clipping noch aktivieren und ganz rüberziehen. Dann nehmen wir den Punkt. Und den ziehen wir ganz hier rüber. Und hier siehst du schon, hier haben wir eine Rundung drin. Also die Rundung hier. Die können wir auf verschiedene Wege machen. Ich probiere jetzt mal einen. Und zwar, ich drücke mal Shift-A-Taste. Add mal einen Circle. Der ist noch viel zu groß. Aber da machen wir jetzt mal 64 Vertices Clipping aus. Den scalen wir kleiner.
Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen mit dem. Setzen wir mal da an. Ja, das geht perfekt aus in der Rundung. Das heißt, wir nehmen aber die Punkte. Und mit X Delete Vertices machen wir die weg. So, dann nehme ich den Punkt mit Grab, also G-Taste Y und Steuerungstaste, mache ich den auf den hier rauf. Das ist einmal das Snapping Tool auf Vertex. Haben wir in den letzten Videos auch benutzt. Und hier versuche ich noch ein bisschen die Rundung zu matchen. Das heißt, ich mache es mal so rein. Hier haben wir ein bisschen zu viel an Kante, deswegen mache ich hier mal einen Subdivide rein. Den setzen wir mal so rein. Ein bisschen höher. Und die zwei verbinde ich miteinander. Ja, sieht ganz gut aus. So. Gut, dann was machen wir als nächstes? Wir machen einmal die Kante hier. Das heißt, ich setze den Punkt mal auf diese Linie. Mit der E-Taste und der Y-Taste extrude ich mal hier hoch. Und mit der E-Taste und mit der X-Taste extrude ich mal ganz rein. Ups, Clipping an. Dann haben wir einmal das hier. Und das gleiche, was wir hier gemacht haben, auf der Innenseite, müssen wir hier nochmal machen. Das heißt, wir nehmen einmal die ganzen Punkte. Mit Shift-D kopieren wir die, beziehungsweise duplizieren die. Ich setze sie mal so rüber. Mit SX-1 spiegeln wir die. Und das setzen wir dann hierher. Und den Punkt extrude ich mal komplett auf der X-Achse hier rüber. So, dann wähle ich einmal die vier Punkte an und mit der Extrude-Taste Y einmal hier runter. Da müssen wir noch uns überlegen, wie wir das am besten machen. Aber den Punkt, den filmen wir mal. Dann schauen wir mal weiter. Nehmen wir den Punkt mit der E-Taste, Y-Taste und Steuerungstaste auf den Punkt angewählt. Extrude mal komplett hoch. Mit der E-Taste und der X-Taste einmal hier rüber. Das mache ich jetzt mal manuell. So, machen wir das mal auf den Punkt hier rüber. Mit E-Taste Y einmal hoch, und zwar auf die Höhe. So, dann extrude nochmal auf der X-Achse auf den Punkt rüber. Dann extrude mal auf den Punkt rüber, damit wir hier schöne Quads machen können. So. Dann extrude mal auf den Punkt drüber. Dann haben wir wieder ein Quad. Ups. Und dann extrude mal auf da hier rüber. Jetzt kannst du entscheiden, willst du hier eine Rundung drin haben oder wie hier eine Schräge ohne Rundung. Ich habe lieber eine Schräge drin, deswegen packe ich den mal manuell hierher. Also es soll ungefähr der gleiche Abstand sein. Und dann extrude mal in die Mitte rein. So, das ist einmal die Grundform. Ich extrude mal auf der X-Achse hier komplett rein, wähle alles an bei Distance. So, dann fehlt uns hier unten noch ein Punkt, den mit der Taste W, Subdivide, können wir den teilen und mit der GX-Taste und Steuerungstaste setzen wir den hier an. Dann wählen wir die vier an und füllen das Ganze. Das gleiche da. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das hier machen. Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir die vier Punkte anwählen. Müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Mal da runter kopieren, beziehungsweise füllen. Ja, das sieht, glaube ich, nicht so schlecht aus. Ah, da wird es ein bisschen eng. Da könnte man eventuell Probleme bekommen mit dem Bevel Modifier. Aber das sehen wir dann am Ende. Ich nehme mal die zwei und fülle die runter. Wie machen wir das Ganze hier jetzt? Ich glaube, ich subdivide das Ganze nochmal. Setze den Punkt hier an. Ich subdivide das nochmal. Und setze den Punkt hier an. Dann können wir da einmal Fill machen. Da einmal Fill. Und da einmal zu. Ups. Die Punkte. So. So, hier haben wir ein Problem mit den Faces. Das können wir aber gleich resolven, wenn wir alles runter extruden. Das machen wir dann später. Hier siehst du, haben wir einmal eine andere Fläche
Also man muss sich das vorstellen, das ist die Oberfläche. Ein bisschen drunter haben wir die hier. Das gleiche ist da. Da haben wir eine Schräge drin. Hier haben wir auch eine Schräge drin. Deswegen machen wir das mal so. Wir wählen einmal die Faces an. Mit der Shift-D-Taste duplizieren wir die. Wir setzen die hier an. So, ganz knapp. Dann nehmen wir einmal die Kante, setzen die hier an. Und das gleiche machen wir nochmal. Shift-D duplizieren, einmal hier runtersetzen. So, dann nehmen wir die Kante und machen die wieder rein. Sehr gut. Jetzt machen wir einmal hier die Innenseite, das heißt, wir wählen alles an. Extruden das mal ein bisschen runter. Ich muss mal sagen, so. Ja, das reicht. Dann nehmen wir einmal die, drücken die F-Taste, dann nehmen wir die, drücken die F-Taste und das war's schon. Jetzt müssen wir aber die komplette Unterseite nochmal nehmen, das heißt, wir gehen einmal in Side View rein, nehmen uns die ganze Unterseite. So, extruden das Ganze nochmal runter, bis wir glauben, wir haben die endgültige Dicke erreicht. Ich würde es mal so lassen. Ja, ich würde es mal so in der Dicke lassen. Hier haben wir einen Fehler, da hat es irgendwie komplett runter gemacht, deswegen filmen wir die ganze nochmal. Und wir wählen alles an. Die Spacebar-Taste, Recalculate by Outside. Und schon passt es auch wieder von der Fläche her. Damit alles gleich ist, nehmen wir nochmal die hier, wählen alles an. Extruden das auf der Z-Achse auf den Punkt. Da müssen wir nochmal alles recalculaten. So, perfekt. Und dann machen wir nochmal die Seite hier. Deswegen wähle ich die zwei Punkte an. Dupliziere die, setze die hier so an. So, den ersten Punkt, den möchte ich gern auf die Kante haben. Und den zweiten Punkt, den möchte ich gern auf die Kante haben. Das ist dann in dieser Richtung. Ich glaube, ich möchte den da haben. Wie sieht das aus, wenn wir einmal die Punkte nehmen und da auf den hier machen, von der Schräge her? Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Gut, wir extruden alles. Ups, da wollte ich jetzt nichts extruden. Wir wählen die an. P-Taste by Selection, also Separate by Selection. Dann nehmen wir die nochmal, wählen alles an. Extruden mal auf der Y-Achse runter. Ungefähr dahin. Extruden nochmal runter. So, da. Den können wir einmal reinsetzen. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht, wenn das so viel Abstand ist, aber das sehen wir noch, wie es am Ende aussieht. Da haben wir noch was, deswegen extruden wir das mal runter. Extruden nochmal. So, da machen wir jetzt einen kleinen Indent rein, beziehungsweise so eine Schräge. Und das Ganze extruden wir nochmal runter. Okay, da machen wir mal anders. Den nehmen wir, die zwei Punkte mit GY, setzen wir die auf den hier rauf. Das gleiche machen wir dann da, GY, setzen wir es auf den hier rauf. Wir extruden nochmal runter. Damit alles gleich aussieht, nehmen wir den Punkt mit GY, GX, setzt man hier rüber. Das können wir beide wieder anwählen und mit Extrude-Taste Y einmal komplett runter. So, dann haben wir das auch. Wir wählen alles an, extruden das auf der Z-Achse hier runter, also auf den Punkt auf dem untersten, wählen alles an, Spacebar, Outside und schon war's das. Das war ein schnelles Modell, muss ich sagen, aber wir sind noch nicht fertig, wir müssen einmal hier die Innenseite noch machen und hier einmal die Seiten und das machen wir ganz einfach und zwar machen wir zuerst die Seite, wir gehen in dieses Modell rein. Wir haben ja hier schon unseren Cut, würde ich sagen. Wir wählen den einmal an. Wir setzen den noch ein bisschen runter. Ich würde sagen, so, die Schräge sollen nicht zu viel sein. Aber das reicht eigentlich.
Dann extrudieren wir das mal auf der X-Achse hier rein, in den Mittelpunkt. Dann, was können wir noch machen? Wir wählen die... Ne, das, da fehlt ein Punkt. Das heißt, wir wählen die zwei an. Subdividen das Ganze. Setzen den Punkt einmal da an. Dann können wir die einmal füllen. Und die einmal füllen. So. Die Faces hier drin, die können wir löschen. Brauchen wir jetzt nicht. Beziehungsweise brauchen wir noch nicht. Wir wählen einmal die zwei an. Extrude, beziehungsweise... Ups. Füllen die, extruden die mal auf die Mitte rein. Dann siehst du schon mal, wie die Schräge aussieht. Ja, nicht ganz in die Mitte rein. Aber wir haben ja hier noch was. Deswegen setzen wir den hier an, extruden das nochmal und zwar jetzt in die Mitte. Clipping wieder an. Wählen alles an bei Distance, damit hier die Punkte wieder gelöscht werden. Hier können wir einen Triss machen, also ein Dreieck. So, dann schauen wir uns mal die Unterseite an. Da halte ich mal dieses Backside bzw. dieses Reference-Foto. Und jetzt möchte ich einmal noch. Sollen wir das komplett füllen? Ja, füllen wir das komplett. Also, wir wählen einmal die Flächen an, einmal die Faces löschen. Und jetzt machen wir einmal die Kante. Komplett auf Extrudity komplett runter auf der X-Achse und zwar auf den Punkt. Ich wähle mal alles an bei Distance, damit da wieder gelöscht wird. Ich nehme die zwei, Extrudity auf der X-Achse einmal hier rüber, Extrudity nochmal auf der X-Achse hier rüber, alles füllen bei Distance und das schon haben wir die Schräge drin. So, das Ganze müssen wir nochmal machen, und zwar einmal die Seite. Ich glaube, das passt eigentlich von Overlay her. Ja, das passt. Damit alles gleich ist auf der Schräge, wählen wir nochmal den Punkt an, beziehungsweise den Loop Cut. Nehmen den aber raus von der Selection, sonst würden wir hier alles verändern. Und mit der G-Taste, Z-Taste und mit der Steuerungstaste setzen wir den auf die gleiche Höhe runter. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. So, das wäre einmal so und dann haben wir hier noch eine Rundung drin. Da machen wir jetzt mal so, wir nehmen den Punkt, extruden das auf der X-Achse hier rein. Dann nehmen wir den Punkt, extruden das manuell einmal dahin. Dann extruden wir das einmal da und dann füllen wir das Ganze. Dann haben wir die drei Punkte. So, die Flächen lösche ich mal. Dann, was machen wir dann? Dann wählen wir den Punkt an, wählen den Punkt an, einmal die F-Taste. Dann können wir hier ein Face machen. Dann nehmen wir die zwei, extruden das Ganze auf der X-Achse hier rein. Ich glaube, hier kann man ein Problem bekommen, theoretisch. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Machen wir den Punkt mal weg und den, dann haben wir nur so eine Schräge drin. Schauen wir mal, wie das aussieht. 3, 4, ja, das sieht nicht so prickelnd aus. Deswegen grabben wir den mal komplett hier rüber. So, dann filmen wir einmal die. Ich muss sagen, ja, mit dem kann ich theoretisch leben. Schauen wir mal. Das gleiche, was wir eben da gemacht haben, also da, machen wir jetzt auch nochmal da. Das heißt, wir wählen einmal die Faces aus, die löschen wir. Dann nehmen wir einmal die, extruden die auf der Z-Achse einmal runter. Und das Ganze filmen wir einmal. Beziehungsweise ich wähle alles an bei Distance. Dann haben wir einmal die vier Punkte und die filmen wir. So. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Theoretisch könnte man hier noch einige Loop Cuts reinmachen, aber nee, sieht glaube ich nicht so gut aus. Wenn wir hier so ein paar Loop Cuts reinmachen,
und nur die anwählen, dann können wir theoretisch die so reinmachen und eine Rundung rausbringen. Aber 2, 3, 4, 5, noch eins. So. Also dann die zwei wählen wir aus mit Join. Dann machen wir das Ganze bei denen auch so. Ich probiere jetzt nur ein bisschen rum. Also du musst das nicht machen, wenn du das nicht möchtest. Ich wähle einmal die jeweils an. Gehe mal in den Top-View. Und dann setzen wir die eigentlich so manuell rein. Das heißt, dass eine Rundung entsteht. Ja, ein bisschen zu wenig. Machen wir so. Das So, die wähle ich ab. Ja, sieht besser aus, wenn wir das so machen. Also hier haben wir einfach nur eine Rundung reingebracht. So, gut. Das Grundgerüst haben wir modelliert. Was jetzt noch reinkommt, ist einmal da die Schrift. Und dann haben wir hier noch so ein, ja, so eine kleine Kuhle drin. Hier haben wir auch so eine Kuhle drin und hier müssen wir auch noch eine reinmachen. Ich mache aber zuerst, ich wähle alles an, shade alles smooth, gehe auf Auto Smooth und lasse es mal so. Das gleiche mache ich einmal da. So und da. Gut, dann als nächstes machen wir. Auf beiden Seiten. Nee, das ist nur auf einer Seite. Also du siehst, hier haben wir keine Schrift und hier auch kein Logo drin. Das heißt, wir müssen das einmal da machen und bevor wir das machen, müssen wir eben ein... Nee, das müssen wir gar nicht, weil ich dachte, jetzt gerade, das müssen wir, da müssen wir den Mirror Modifier applyen, aber wir können das so machen, dass es ein High Poly bzw. ein separiertes High Poly Detail ist, ohne dass es hier auf dem Hauptmodell drauf ist. Ja, machen wir das mal. Fangen wir mal mit dem hier drin an. Das heißt, ich setze den Punkt mal hier an, also unseren Cursor, Shift A, Add Mesh Circle, 64 passt. Edit Mode rein, den machen wir ein bisschen kleiner. So, einmal ein bisschen größer für die Fläche. Den extrude ich mal jetzt ganz komplett hier rein, also auf die Linie drauf. Schauen wir mal, wo wir sind. Den wählen wir komplett an. Ich setze den jetzt mal ein bisschen höher. Nehme das, extrude das runter. So, extrude das nochmal, brech ab, scale das rein. Extrude nochmal, brech ab und jetzt drücke ich einmal die M-Taste. Merge at Center. Ich wähle alles an. Spacebar outside. Und der Grund ist, warum ich hier so einen Rand gemacht habe, ist einfach der, wenn ich hier auf das Matcap, auf das Matcap Normal Map gehe, siehst du hier, haben wir die gleiche Farbe. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bevel Modifier reinhaue, wie wir es eigentlich machen dann, haben wir hier eben beim Rand eine andere Farbe, den sehen wir dann auf den auf der Normal Map. Und dadurch, dass eben das die gleiche Farbe ist, sehen wir keinen Unterschied und da denkt man eben, dass hier eine Kuhle drin ist mit dem Logo drin. Das ist der ganze Grund dahinter. So, dann gehen wir wieder zurück zu unserem normalen Matcap. Und hier haben wir so ein komisches E. Ja, richtig komisches E. Das mache ich ganz einfach. Add Mesh Plane. Einmal Edit Mode rein. Das geben wir alles ein bisschen kleiner. So, dann setzen wir das mal da an. Einmal runter, den setze ich da an und den setzen wir, wo setzen wir den an? Ich glaube da. Da machen wir jetzt ein paar Cuts rein für die Rundung. So setzen das ungefähr drauf. Muss nicht so perfekt sein. So. Nee, das machen wir anders. Ich mache trotzdem nochmal eine Plane rein. Scale das nochmal kleiner. Setzen das so an.
einmal runter. Ich lösche die Seite, weil dann müssen wir schauen, wie wir die machen. Dann haben wir einmal die Innenseite, die habe ich jetzt dupliziert. Setze ich hier drin an. Die scale ich mal auf der Y-Achse kleiner. So. Dann das Extrude mal hier rüber. Ich nehme den Punkt hier, drücke einmal die Steuerung Shift B Taste. Dann kann man das einmal so beveln. Und mit der Mausrad-Taste kannst du den Bevel erhöhen, damit wir so eine Rundung reinbekommen. Und das heißt, ich nehme die vier Punkte, fülle die mal und dann haben wir schon mal eine Seite. Ich extrude das mal hier rüber. Also das heißt, das soll schön hier auf der Linie sein. Das mache ich das gleiche, den setze ich so manuell hin, dann können wir schauen, wo der ist. So, das fülle ich mal. Das gleiche, was wir hier gemacht haben, machen wir hier auch. Also den Punkt auswählen, Steuerung Shift B für den Bevel und einmal runterziehen. Hier erhöhen wir den Bevel ein bisschen. Moment, wie viel Bevel hat man da? Segmente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kann das sein? 9, ja. Dann lassen wir das trotzdem mal auf 9, dann können wir hier einmal schön schließen. Wir nehmen einmal die hier, füllen die, dann nehmen wir die zwei und füllen die einmal runter. Okay, da haben wir eins zu viel gemacht, warum auch immer. Wählen alles an bei Distance und jetzt schließen wir das Ganze. So, dann brauche ich hier aber noch einen Punkt, deswegen machen wir einen Subdivide, setzen den hier an. Machen wir hier auch noch einen, damit das gleich aussieht. Einmal joinen mit J-Taste. Und das Ganze, wie machen wir das jetzt? Setzen wir mal da an. Und das andere setzen wir da an. Sieht jetzt auch ziemlich kantig aus, aber wenn wir den Punkt wählen oder beide wählen und Steuerung B drücken, können wir das beveln. Bevelt nicht so richtig, deswegen nehmen wir mal nur den. Ups. Immer nur so. Nein. Na, das macht er jetzt komplett falsch. Okay. Dann machen wir jetzt mal anders. Das heißt, den Punkt, den lösche ich. Und bevel zuerst nur den. So. Setze ich den Punkt hier an. Den fülle ich mal. Dann bevel ich den. Und jetzt kann man dich runterfüllen. So, das Ganze setzen wir mal ein bisschen höher. Hier haben wir, glaube ich, ein Face drin. Ja, den brauchen wir nicht. Löschen wir. Sehen wir noch ein bisschen unförmig aus. Deswegen gehen wir mal in den Edit Mode, wählen die Punkte an. Setzen die mal ein bisschen höher, damit hier der Abstand ein bisschen weniger wird. Den setzen wir wieder runter. So, dann haben wir hier noch zu viel Abstand. Ein bisschen rumgespiele. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen weniger. Und da unten noch ein bisschen weniger. Schauen wir mal, was wir sonst noch machen können. Ja, kann so bleiben. Die Punkte müssen wir noch ein bisschen besser setzen, das heißt, hier möchte ich eine schöne Rundung drin haben, deswegen setze ich die manuell ein bisschen anders. So, das gleiche nochmal auf der Seite. Setzen wir ein bisschen rein. So, den Punkt, den nehme ich und grab den mal rüber und ein bisschen hoch. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Gut, das Ganze spiegeln wir mal auf deiner Seite, deswegen Mirror Modifier, aber da haben wir noch einen Abstand dazwischen drin. Deswegen nehmen wir mal alles und setzen das ein bisschen auf die Seite. So, wir sehen, wir sind nicht richtig drin, deswegen nehmen wir den komplett.
und setzen den ein bisschen höher. So. Da haben wir noch keine Rundung drin. Deswegen einmal 4 Cuts reinmachen. Kannst auch mehrere machen, kannst auch weniger machen. Jetzt mache ich mal die Rundung da oben. So. Und jetzt gehen wir wieder in die entgegengesetzte Richtung. Ja, bessere Rundung drin. Gut, dann haben wir das Detail. Das extrude mal alles runter. Minimal, muss nicht viel sein. Alles anwählen, recalculate outside und fertig ist das Detail. So, dann wählen wir einmal den Kreis aus, beziehungsweise wählen alles an. Duplizieren das mal hier rüber. Schauen, ob wir das auch so machen können. Sonst muss ich anders. Ne, machen wir anders. Ich gehe nochmal raus. Ne, bleiben wir in Edit Mode drin. Ups, ja, bleiben wir da in Edit Mode drin. Wir wählen alles, beziehungsweise wir drücken einmal die Shift-A-Taste. Wir setzen eine Plane rein. Die machen wir ein bisschen kleiner. So ungefähr. Setzen den darüber, dann nehmen wir die Seite, setzen die hier an, wählen alles an und mit der Steuerung, Steuerung B-Taste, Steuerung Shift B-Taste, können wir da einmal bevelen. So, schöne Rundung drin. Wir wählen das nochmal an, machen das ein bisschen größer und haben wir das gefüllt. Ja, jetzt drücken wir mal die I-Taste zum Inset. So, wir extruden das minimal runter, wir wählen das alles an, setzen das mal ein bisschen klein, kann man nicht, gut, dann lassen wir das da. Und was genau ist da drin? Ich kann es ehrlich gesagt nicht erkennen, keine Ahnung. Deswegen können wir das mal auch leer lassen oder du machst dein Logo rein, du schreibst hier irgendwas rein, was du gerne möchtest. Genau. Bevor wir aber das machen, gehe ich nochmal dahin, mache Shade Flat, weil ich muss die Kante sehen. Die Seite, beziehungsweise das scrollen wir nochmal hoch. Das machen wir dann später. Wir wählen das einmal an. Und jetzt aktivieren wir hier einmal auf Faces. Ja, Faces und Closest müsste es sein, ja, Faces und Closest. Dann drücken wir mal die GZ-Taste und drücken einmal die Steuerung. Ne, das macht er gerade nicht. Ne, dann machen wir es anders. Hier gehe ich wieder zurück auf Vertex. Wir gehen auf Modifier und benutzen da den, wo ist er? Ich finde ihn gerade nicht. Da, Shrink Wrap. Den Shrinkwrap Modifier, den benutzen wir ganz einfach, indem wir einmal hier unter Target auf das Cropper Tool gehen und einmal unser Hauptobjekt auswählen und zack, einmal drauf. das setzen wir noch ein bisschen runter. So. Den applyen wir jetzt. Jetzt ist er schön auf der Fläche drauf. Jetzt haben wir auch vermutlich kein Problem mehr von der Normal Map. Nee. Ist alles schön blau. Also die schwarzen Teile ist einfach nur ein Intersekt, also dass es komplett drauf liegt. So, dann gehen wir in Edit Mode rein, wählen alles an, gehen hier von Global auf Normal. Nur die anwählen, nicht die, das vergesse ich immer wieder. Und jetzt ziehen wir die ein bisschen hoch. Dann nehmen wir die Innenseite und extruden das einmal auf der Normal runter. Schauen, ob das nochmal passt. Ja, hier haben wir ein kleines Problem, deswegen setzen wir die ein bisschen runter. So, dass es wieder passt. Weil ich will nur hier die Kante sehen und nicht die Innenseite. Okay. Und das gleiche, also ich wähle nochmal das an, das gleiche machen wir nochmal da, aber ich gehe hier nochmal auf Global,
Dupliziere das Ganze. Setz das mal da an. Nehmen nur die Seite und die machen wir mal hier rüber. So, die müssen wir noch darüber machen. So. Dann nochmal hier die Innenseite. Und jetzt bin ich auch schon fast wieder bei 40 Minuten. Ich zeige dir noch, wie du die Schrift machst, aber die bearbeiten wir dann im nächsten Video, weil die dauert noch eine Weile. Das heißt, du drückst mal Shift A und gehst auf Text. Dann hast du einen Text. Den machen wir mal kleiner. Setzen mal hier an, dass er hier drin Platz hat. So, und jetzt schreiben wir einfach in Edit Mode das, was hier drin steht. Dann die 400. Das hier. Okay. Das ist im Grunde das, was da drin steht. Das scannen wir noch ein bisschen kleiner und setzen das hier so an. So. Und im nächsten Video werden wir dann die Schrift bearbeiten und das High-Poly-Modell finalisieren, denke ich, wenn wir dann nicht schon mit dem Low-Poly anfangen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Lob, Kritik habt, immer konstruktiv bitte in die Kommentare oder auch eine Privatnachricht, würde mich auch sehr freuen, was ich ändern kann, alles, was euch so einfällt. Und wenn ihr Ideen habt für meine nächsten Projekte, nachdem ich hier die restlichen fertig habe, schreibt das einfach in die Kommentare und ich denke mal darüber nach, beziehungsweise ich werde, oh, da sehe ich gerade, habe ich einen Fehler, ich denke darüber nach und ich werde das dann eventuell sogar in Angriff nehmen.